Die CDU-CSU dreht jetzt komplett durch und will Bitcoin verbieten bzw. morgen ihren zuvor angekündigten Antrag einstellen, der einem Bitcoin-Verbot gleicht. Kein Tausch mehr von Bargeld in Kryptowährungen, Verbot selbst gehosteter Wallets und vieles mehr. Orwell 2.0 lässt grüßen. Das wird der absolute Überwachungsstaat. Wir schauen uns jetzt gleich das ganze Thema an. Das ganze Thema ist hochbrisant und ihr solltet es definitiv mit euren Freunden teilen oder alle Leute, die noch sehr viel Wert auf die CDU-CSU setzen. Wir schauen hier gleich mal rein und zwar gab es da schon Anfang des Jahres eine Anhörung dazu, zu diesem Antrag. Das wurde da durchdiskutiert und jetzt will die CDU-CSU, wie es hier aussieht, wirklich durchziehen. Hier eine Stellungnahme von Bitcoin im Bundestag. Die CDU-CSU zieht es wirklich durch und bringt morgen ihren zuvor bereits angekündigten Antrag, Geldwäsche sowie Terrorismus und Extremismusfinanzierung konsequent bekämpfen, im Ausschuss zur Abstimmung. Also ihr seht hier schon Terrorismus und Extremismusfinanzierung. Da wird Bitcoin hier in ein Boot mit Terroristen und Extremisten geworfen. Das ist schon mal kompletter Schwachsinn. Bitcoin wird natürlich wie jedes andere werthaltige Asset vielleicht auch zu Teilen für Terrorismus und so weiter benutzt. Aber Bitcoin ist einfach für jeden da. Wenn wir auch mal gucken, kriminelle Aktivitäten ist eigentlich relativ schwachsinnig bei Bitcoin. Selbst die Hamas nimmt mittlerweile keine Spenden mehr an in Bitcoin, weil sie herausgefunden hat, dass Bitcoin pseudonym ist und nicht anonym. Aber wir gehen jetzt hier wirklich mal den Antrag durch, weil der hat es hier sehr, sehr in sich. Wir haben hier vier Hauptpunkte, die wir uns anschauen. Und zwar erstens, dass beim Erwerb von Kryptowerten und der Durchführung von Kryptotransaktionen grundsätzlich verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 des Geldwäschegesetzes anzuwenden sind. Also hier wird Bitcoin als ein Risikoasset, sage ich einfach mal, bewertet und hier gilt es einfach Sorgfalt zu wahren, weil hier potenziell Bitcoin gefährlich ist für Terroristen oder für irgendwelche Leute, die kriminelle Handlungen machen. Und deshalb gilt hier einfach Sorgfaltspflicht. Das kann man ja noch sagen, okay, kann man noch mitgehen. Aber jetzt kommen hier die wirklich krassen Punkte. Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot in Bezug auf den wechselseitigen Umtausch von Kryptowerten und Bargeld geregelt wird. Also das bedeutet, dass du kein Bargeld mehr in Bitcoin tauschen kannst und auch kein Bitcoin mehr in Bargeld umwandeln. Das gilt nicht nur für Bitcoin, das gilt generell für Kryptowährungen. Und das bedeutet, dass der ganze Peer-to-Peer-Market quasi einmal platt gemacht wird. Momentan gibt es ja so zwei Kreisläufe. Einmal den KYC-Kreislauf, wenn du dich bei der Börse anmeldest und einmal den Peer-to-Peer-Kreislauf, wenn ich einfach zu dir gehe und sage, hey, hier hast du 5 Euro und gib mir jetzt dafür mal 0,00000001 Bitcoin oder sowas. Das steht ja jedem frei und hier muss man sich auch nicht registrieren. Und das, was die jetzt hier machen wollen, dass sie hier Bargeld quasi nicht mehr erlauben, in Bitcoin zu wandeln. Und sie stellen dich quasi hier als Kriminellen hin, nur weil du hier Bargeld in Bitcoin oder Bitcoin in Bargeld tauschst. Und das ist schon mal hier richtig, richtig krass. Und das, wie gesagt, das Ganze ist kein per se kein Bitcoin-Verbot, aber es gleicht schon sehr, sehr einem Bitcoin-Verbot oder kommt schon sehr, sehr nahe dran, wenn man einfach Bitcoin so tot reguliert, dass du es quasi gar nicht mehr benutzen kannst. Und was ist denn mit Anonymität passiert? Was ist denn mit Privatsphäre passiert? Haben wir kein Recht mehr auf Privatsphäre? Müssen wir jetzt alle hier unter Generalverdacht stellen? Das ist doch hier eine sehr, sehr düstere Menschenperspektive oder Menscheneinschätzung, die hier die CDU-CSU hat. Und dann das nächste, das war ja auch ganz klar, dass sowas hier kommen wird. Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot in Bezug auf das Anbieten und das Beziehen von Dienstleistungen sogenannter Krypto-Mixer. Also das bedeutet sowas wie zum Beispiel Wasabi oder sowas wie Samurai Wallet, die wo auch eh schon jetzt ihren Dienst eingestellt haben, dass du einfach deine Bitcoin wieder anonymisierst, indem du sie in einen Kryptomixer reinhaust. Das heißt, auf der einen Seite kannst du das vorstellen, ein Pool, hauen alle ihr Wasser rein, auf der anderen Seite nehmen alle wieder einen Eimer Wasser raus und dann ist es in der Zwischenzeit im Pool einmal gemixt worden und sowas ähnliches ist ein Mixing Service. Nicht ganz, aber das ist ganz vereinfacht dargestellt. Sowas soll definitiv verboten werden, weil das, was Staaten gar nicht wollen, ist, wenn es Assets gibt, die man nicht kontrollieren kann und Bitcoin kann man nicht so einfach kontrollieren und dementsprechend wollen sie hier solche Services verbieten. Bitcoin hat ja noch den Vorteil, dass es eigentlich ein offenes Ledger ist, ein offenes Kassenbuch und hier hast du einfach Privatsphäre-Probleme, also es gibt hier keine Privacy by Default. Mit solchen Mixing-Tools kannst du wieder Privatsphäre in Bitcoin reinbringen, aber das wollen sie hier wirklich verbieten. Aber ich weise hier auch mal hin,
Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Und wenn du hier sagst, du willst hier Kryptomixer und irgendwelche solche Privacy-Tools und so weiter verbieten, dann heißt es im Endeffekt auch nichts anderes, wie wenn das Recht auf Privatsphäre eigentlich gar nicht wirklich eingehalten wird. Also sehr, sehr fraghaft, aber es geht noch viel, viel weiter. Jetzt kommt es nämlich richtig krass. Eine Registrierungspflicht für selbst gehostete Adressen und ein Verbot der Durchführung von Transaktionen von oder an selbst gehostete Adressen geregelt wird, wenn diese zuvor nicht registriert wurden. Also hier Registrierung für selbst gehostete Adressen und ein Verbot der Durchführung von Transaktionen. Also hier muss man jetzt verstehen, es gibt im Endeffekt, das ist auch eine schwachsinnige Formulierung hier, im Endeffekt ist alles bei Bitcoin selbst gehostet, aber das wollen jetzt hier scheinbar die CDU, CSU nicht mehr, dass du einfach zum Beispiel nur eine Bitbox bei dir daheim rumliegen hast und das wäre quasi eine selbst gehostete Adresse, wo einfach kein KYC dahinter steht. Und hier gibt es dann einfach die Idee, dass man das in den KYC-Kreislauf bringt. Also KYC bedeutet Know Your Customer, dass du dich registrierst mit deinen Adressen, dass ganz klar ist, die Adresse XY, die gehört Mark und die Adresse XX, die gehört Peter. Und dann kannst du alles genau nachverfolgen. Und wenn dann Adressen oder wenn dann Bitcoin von der einen Adresse zur anderen Adresse gesendet wird, dann hat man hier einfach einen Kreislauf, den man ganz klar immer verfolgen kann. Wenn ich das hier wirklich richtig verstehe, dann bedeutet das, dass du hier keine eigene Hardware-Wallet mehr in Betrieb nehmen darfst, ohne dass du die quasi verifizierst und nicht damit registrierst. Und du darfst auch nicht von der Börse Bitcoin schicken an eine unregistrierte Hardware-Wallet. Also einfach das Beispiel, du hast bei dir daheim eine Bitbox eingerichtet, dann sagt hier der Antrag, nein, darfst du nicht mehr. Das ist jetzt verboten, sondern wir wollen hier die komplette Kontrolle, wir wollen hier komplett den Orwell 2.0 Ansatz fahren. Hier auch bei der Registrierung ist anzugeben, wer die Kontrolle über die gehosteten Adressen ausübt. Bei Verlust der Kontrolle über die selbst gehostete Adresse ist dies anzuzeigen. Also hier noch mehr Kontrolle. Es muss alles protokolliert werden und selbst wenn du einen Bootsunfall hast, dann geht es in Zukunft auch nicht mehr. Dann musst du angeben, hey, ich habe hier meine selbst gehostete Adresse gehabt und jetzt habe ich einen Bootsunfall gehabt und dann musst du das registrieren, dass du jetzt deine Bitcoin verloren hast. Und heutzutage ist es einfach so, da kannst du einfach sagen, okay, ich habe gar keine Bitcoin, ich habe alles verloren beim Bootsunfall, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit meinem Bitcoin passiert ist, ich weiß auch nicht, wo ich die gekauft habe, habe ich vielleicht irgendwie mal zufällig geschenkt bekommen, aber das ist dann definitiv nicht mehr möglich und das sind auch hier Ausreden, ich meine, niemand verliert die Bitcoin beim Bootsunfall, aber das sagt man in der Bitcoin-Szene einfach sehr, sehr gern, weil man einfach sich nicht angreifbar machen will. Und was ist denn überhaupt, wenn das Ganze registriert wird, wenn dann irgendwo im Register mal was gehackt wird, dann sind die ganzen Bitcoin-Daten öffentlich, dann weiß ich, dass du 1 Million in Bitcoin hast und was passiert, wenn Bitcoin auf 10 Millionen steigt, dann weiß ich, dass du nicht 1 Million in Bitcoin hast, sondern dass du hunderte Millionen oder ist übertrieben, hunderte Millionen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld hast und das macht das Ganze zu einem riesengroßen Honeypot. Also wir wollen hier quasi immer noch und noch und noch und noch und noch mehr Kontrolle. Hier haben wir auch noch mal eine Einschätzung von Bitcoin im Bundestag. Scheinbar geht man in der CDU, CSU davon aus, dass man ohne Scham für diese bürger- und freiheitsfeindlichen Forderungen stehen kann. Warum bitte? Muss der Tausch von Bargeld gegen Bitcoin verboten werden? Wissen Ihre CDU, CSU-Kollegen, was Sie da mittragen? Das würde bedeuten, dass die ganze Innovation aus Deutschland rausgeht. Ganz, ganz viele Leute, die sehr wohlhabend sind, werden aus Deutschland rausgehen. Wir haben jetzt schon wirtschaftlich Probleme, die wirklich krassen Leute, die viel Kohle haben, die irgendwie wirtschaftlich am Start sind, die Unternehmen bauen, die was wirklich reißen wollen, die gehen schon jetzt alle ins Ausland. Und was passiert, wenn wir hier noch mehr regulieren, wenn wir wirklich Bitcoin zu Tode regulieren? Wir haben es in anderen Ländern gesehen, immer wenn sich Länder für Bitcoin geöffnet haben, zum Beispiel El Salvador oder das, was jetzt auch in den USA passiert, wenn sich Länder für Bitcoin öffnen, hat es sehr, sehr viele Vorteile für das Land, für die Individuen, für den Staat. Selbst der Staat kann davon profitieren. Ich weiß auch gar nicht, was ist hier die Intention? Im Endeffekt geht es doch darum, den Bürger ein geiles Leben zu machen. Der Staat kann vielleicht auch noch davon profitieren. Sogar die Steuereinnahmen würden vermutlich steigen, weil einfach mehr Kapital ins Land kommt, wenn man sich pro Bitcoin reguliert oder wenn man pro Bitcoin Regulation aufstellt. Das heißt, Innovation kommt ins Land, Kapital kommt ins Land. Zum Beispiel in El Salvador kann man das wirklich perfekt sehen. Und
da verstehe ich einfach nicht, was hier der Ansatz ist. Was will man hier, also das Ganze mit dem Terrorismus, das ist im Endeffekt auch nur Quatsch. Das wird euch einfach erzählt von wegen Terrorismusfinanzierung, aber hier geht es nicht um Terrorismus. Hier geht es vielleicht um Schikane oder irgendwelche Leute. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass die Politiker hier Bitcoin komplett falsch verstehen. Vielleicht ist einfach ein falsches Verständnis. Ich weiß es nicht, was hier wirklich die Intention ist. Schreibt es mir aber sehr gern unten in die Kommentare, wenn ihr hier wisst, was hier die Intention dahinter ist. Und jetzt haben hier auch Leute schon im Internet gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass dies durchgesetzt wird? Und hier einfach die Antwort von Bitcoin im Bundestag auch wieder ziemlich zutreffend und auch etwas erleichternd. Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit gering, weil CDU, CSU in der Opposition ist. Also sie können hier nicht so einfach ein Gesetz durchbringen. Das muss man auch wissen. Das ist jetzt hier nur ein Antrag und dann wird es nochmal diskutiert, geht nochmal in verschiedene Gremien. Das Gesetzgebungsverfahren ist ziemlich komplex. Ich gehe das jetzt nicht ganz durch. Ich check das auch selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Das geht dann nochmal durch verschiedene Stages durch und irgendwann letztendlich kann es dann in ein Gesetz umgewandelt werden, wenn die ganzen Stages, die ganzen Layer, wenn die alle durchgegangen sind. Aber hier sieht es so aus, wie wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das durchgeht, weil auch irgendwo noch Leute sind mit gesundem Menschenverstand und dann hier das Ganze kippen werden. Man kann den Antrag aber als Vorschau für die nächste Legislatur lesen, sollte die CDU, CSU in die Regierung kommen. Gelegentlich inspirieren sich Parteien durch Anträge auch gegenseitig. Von daher nicht irrelevant. Also es kann passieren, dass durch diesen Antrag andere Parteien inspiriert werden. Dann sagen die, okay, wenn die CDU das verbietet, dann müssen wir auch was Ähnliches machen oder wir müssen uns hier gewisse Punkte rauspicken. Und ihr müsst euch auch wirklich bedenken, welche Partei wählt ihr? Wählt ihr bei der nächsten Bundestagswahl die CDU, CSU? Ist das hier wirklich eine gute Wahl, wenn man hier pro Bitcoin ist und dann hier so eine Partei hat? Oder sagt man als Bitcoiner dann vielleicht, nein, ich wähle vielleicht eine Partei, die pro Bitcoin reguliert? Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend und wird mich super interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Wie gesagt, im Endeffekt ist hier noch nichts passiert. Das sind nur Anträge, das sind jetzt nur Diskussionen. Aber die Weichen werden hier wirklich gestellt und es geht hier wirklich Richtung Orwell. Es geht hier wirklich Richtung Überwachungsstaat. Und jetzt schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr die CDU, CSU noch für wählbar haltet und ob ihr das Ganze positiv findet oder eher nicht so geil. Ich verabschiede mich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Peace out.